Chefs. Das Magazin für Stromgitarrenmusik. Hallo, Freunde der rockigen Töne. Hier ist wieder Riffs and Roars, das Musikmagazin für Stromgitarrenmusik. Und wir befinden uns jetzt in der zweiten Ausgabe schon und präsentieren euch heute Bands wie Cambrium, Grail Knights oder Scarnival und das eine oder andere Highlight noch. Und hoffen, ihr werdet viel Spaß haben. Es waren lustige Interviews dabei. Es war ein cooles Konzert auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Und ich würde einfach sagen, let's go! So, hallo, wir sind heute hier beim Konzert mit Cambrium, mit Grail Knights und mit Scarnival und die Jungs sitzen hier gerade und ja, ich würde mal sagen, sie stellen sich jetzt erstmal vor und erzählen so ein bisschen, was sie in der Band machen. Ja, mich pünktlich mit dem Brilleputzen fertig geworden. Ja, schönen guten Tag, Max ist mein Name, ich bin Brillenträger, unter anderem, aber ich spiele auch Schlagzeug in dieser Band, das mit Freude. Ob es reicht, müssen die anderen gleich sagen. Aber so viel erstmal. Möchtest du weitermachen? Ich reich mal weiter. Ich bin Gerrit. Ich mag lesen, reiten, schwimmen und spiele Bass bei Scarnival. Hi, ich bin Alex und ich bin der Jodler, der Band der Jodler. Ich mache ein bisschen Instrument mit dem Mikrofon. Ne? Das ist zweideutig, Mann. Ich bin Chris und ich bin der Gitarrist. Ich bin Henna, ich bin der andere Gitarrist. Also aber ich spiele im Sturm im Gegensatz zu Chris. Chris spielt eher in der Verteidigung und räumt ihn ab und ich mache sie vorne rein, ne? Ja, das war meine Vorstellung der anderen Art. Super. Ihr habt in diesem Jahr euer neuestes Werk veröffentlicht, The Hell Within. So wie ich gesehen habe, sind die Rezensionen und die Punktezahlen auf der Skala ziemlich weit oben. Dafür zuerst mal herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir das Werk auch angehört. Sehr cool, sehr geil, geht gut nach vorne. Ich weiß nicht, warum da oben so viele Punkte sind. Nein, absolut nicht. Super geil. Ja, ihr werdet das ganze Feedback ja auch dementsprechend mitbekommen haben. Und meine erste Frage ist natürlich, wie fühlt man sich dabei, so ein richtig cooles Ding abgeliefert zu haben, was dann auch richtig cool ankommt? Wer möchte? Können alle? Ich reich mal weiter an die Songwriter, wie gesagt, ich bin Bassist. Also, Punkt 1, gut. Und man muss sagen, wir haben uns doch relativ viel Zeit gelassen, tatsächlich. Das erste Album kam 2015. Das ist eine Weile her. Und dementsprechend hatten wir halt auch vergleichsweise hohe Erwartungen ein bisschen an uns selbst. Und dann kam noch Corona dazu und hat alles in die Länge gezogen und naja, ich will deiner Frage nicht vorweggreifen, aber also es fühlt sich gut an und wir freuen uns natürlich, dass das so positiv aufgenommen wurde, weil es ist doch viel Arbeit reingeflossen dann irgendwie über die Jahre und zeitweise hat es sich angefühlt, als würde man es gar nicht mehr fertig bekommen und dass es dann doch noch geklappt hat, das fühlt sich schon wirklich gut an und wenn es den Leuten dann noch gefällt, umso besser. Genau, das ist mein Kommentar dazu. Nee, ich direkt in uns ins Mikrofon. Ja, ich wollte willst du? Willst du nicht? Ich sag da noch ganz kurz zu was. Das war für mich als Sänger auch mit der Band Scarnival zusammen die, ich würde sagen, wirklich krasseste Produktion, an der ich jeweils beteiligt war und mir enorm viel Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, dieses so eine Art Fremdschämen. Also man hört, viele berichten das ja. Seitdem ich in dieser Band bin, ja. Viele berichten ja so, ah, das ist mein Song, aber ich kann den gar nicht hören. So, ne? Ich schäme mich ein bisschen fremd. Kenne ich, hatte ich bei vielen Sachen früher auch, aber bei diesem Album ist es tatsächlich so, kann ich selber rauf und runter hören. Ist schon ziemlich geil. Besorgt es euch.
Ja, genau. Besorgen ist wichtig, auf jeden Fall. Die CD natürlich. Auf jeden Fall, du hast es ja schon angesprochen, 2015 kam die letzte Scheibe raus. Danach gab es ja auch einen Sängerwechsel. Dann die Pandemie, ebenfalls schon angesprochen. Du hast so ziemlich alle meine Fragen schon beantwortet. Also wir können an dieser Stelle auch das Interview beenden. Absolut nicht. Aber ihr habt zum Beispiel auf eurem neuen Album auch zum Beispiel den Song Modern Slave. Und meine Frage ist ganz einfach, inwieweit hat auch die Pandemie und jetzt sage ich mal das gesamte Weltgeschehen in dieses Album mit reingespielt? Okay. Ist dein Song, oder? Ich hätte mich da drüben hinsetzen. Der Schlauste aus der Band, der Schlauste aus der Band gibt eine Antwort. Ja, gib mal. Danke. Ja, Modern Slave. Die einen verstehen es so, die anderen verstehen es so. Ich glaube, das hat einfach in der Grundgesamtheit damit zu tun, dass wir alle heutzutage viel mit unseren Smartphones unterwegs sind, ja, so Hauptstichwort Smartphone, irgendwie immer connected sein, und wer hat was gepostet, wie wichtig ist das, und dass man sozusagen gefangen in dieser Materie ist, so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass du wirklich viel Zeit investierst und letztendlich der Name dann dieser moderne Sklave, der Hightech-Schiene sozusagen ist, die uns täglich umgibt alle, ne, sozusagen. Ja. Wollte einer von euch noch, oder? Ist die Frage beantwortet? Christian sieht so aus, als würde er als Schluss ich habe nicht. Alles klar. Ja, genau, Smartphones und so weiter. Der Fluch der heutigen Zeit. Ihr habt ja auch mit vielen oder mit einigen Gastmusikern zum Beispiel zusammengearbeitet, mit dem Björn von Zollwerk, mit der Britta von Ex-Cripper, Hirius. Da gehen die Grüße raus. Gibt es einen Musiker, einen Gastmusiker, vielleicht für jeden von euch, wo ihr sagt, boah, mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten oder den würde ich auch gerne mal auf einer Produktion, auf unserer Scheibe als Gitarrist, als Schlagzeuger, als Sänger, wie auch immer, oder vielleicht Keyboard oder so dabei haben? Ja, gibt es mit Sicherheit ganz viele, aber wer mir direkt jetzt eingefallen ist, weil wir in jüngster Zeit auch irgendwie drüber gesprochen haben, ist Dino Jelusic. Mega krasser Sänger. Der hat gerade das erste Album, ne? Glaube ich, das erste Solo-Ding. Ja. Irgendwie rausgehauen. So, ich weiß nicht, ob du den kennst. Sag mir mal. Ey, check den mal aus. Der ist, glaube ich, auch Background-Sänger noch bei Whitesnake. Ich glaube, der übernimmt dann aber die Main-Vocals. Genau, wenn er gute Coverdale. Ist deine Theorie. Ist meine Vermutung, das Mikro abgibt. Ist also, der kommt mir. Nicht ganz so geil wie ich, aber der ist typisch. Nicht ganz so geil. Selbstverständlich, dass ich das. Muss ich gar nicht sagen, glaube ich. Ja, der so. Ja, wenn ich weiter überlegen würde, würden mir noch für jedes Instrument mehrere Leute einfallen. Also auch aus meinem persönlichen Umfeld, die ich abfeiere, so. Auf jeden Fall. Du noch? Danke. Ich glaube, wenn ich mich für einen Sänger entscheiden müsste, würde ich gerne mit Vorrell Dane was machen. Den mag ich sehr. Das ist leider nicht mehr, das wird schwierig. Ja. Posthumen ist, glaube ich, schon auch alles veröffentlicht, was da so kam. Als Gitarrist wäre das, glaube ich, Jeff Loomis aktuell immer noch. Und als Basser Billy Sheehan, gerade hat mit Hannah drüber gesprochen, das Mr. Big machen ihre Abschiedstour jetzt nächstes Jahr dann wohl endgültig. Das sind so die drei Namen, die mir so spontan eingefallen sind. Und Alex Unruh, aber der ist eh schon. Der ist vergeben. Der ist zu teuer. Boah, ich bin immer ganz schlecht tatsächlich in Namen und also im Kram, aber da ich ja so richtig aus der Vergangenheit mit der Band Kids Switch Engage so richtig suchti war und auch bin, ich glaube so Howard Jones, der damalige Sänger, der zwischen Jesse und Jesse war. Also das wäre schon eine Kanone, da hätte ich richtig Bock drauf. Und instrumental gibt es so viele unglaublich gute Musiker, mit denen man einfach Bock hätte, was zu machen. Genau, so viel dazu. Ja, bei mir wäre es tatsächlich auch Vorrell Dane gewesen, aber der Traum ist ja mit ihm zusammen gestorben quasi. Und ansonsten war es tatsächlich damals wirklich Björn von Zollwerk. Deswegen war das toll, dass das geklappt hat. Genau. Ja, so viel von mir. Ja, wurde eigentlich auch schon viel genannt. Also Loomis hätte bei mir jetzt auch ganz vorne gestanden, aber wenn Loomis jetzt nicht mehr verfügbar ist, würde ich wahrscheinlich auch Paul Gilbert sagen. Also ein Solo. Oder Björn. Ja, oder Björn. Ja, bleiben wir mal dabei. Also sonst sind alle anderen eigentlich tot, leider, bei mir. Kann man nichts mehr machen. Komisch, schwer. Musik kommt, ist tatsächlich schwer. Ja.
Ja, wie vorhin schon angesprochen, 8 Jahre zwischen den beiden Alben. Sängerwechsel, Pandemie, dieses und jenes. Ich denke mal, das war eigentlich, so gehe ich davon aus, nicht in eurem Sinne, 8 Jahre zwischen den zwei Scheiben irgendwie dahin ziehen zu lassen. Seid ihr denn jetzt schon dran oder habt ihr vielleicht in der Zeit auch noch mehr Songs geschrieben, die vielleicht schon aufs nächste Album draufkommen oder ist da schon irgendwas in Sicht? Ich meine, klar, jetzt ist es erst 2, 3, 4 Monate alt, das letzte Album. Und das ist ganz frisch. Aber vielleicht war ja irgendwie Ausschuss, beziehungsweise heißt Ausschuss, aber Überschuss da aus der Zeit, sage ich mal. Gibt es da irgendwas? Ja, kann ich vielleicht was? Soll ich mal? Genau, also Überschuss hatten wir schon ein bisschen. Wir haben uns überlegt, wie lang soll das Ding ungefähr werden, wie viele Tracks sollen da drauf und hatten mehr, auch bewusst mehr sozusagen geschrieben, als wir dann wussten, dass drauf soll. Von daher ist da noch ein bisschen was sozusagen über. Wir haben auch noch, keine Ahnung, auf diversen Festplatten und so sind auch noch, also bei Henna, Chris, bei mir sind auch noch Riffs irgendwie, glaube ich, ja, dreistellig an der Zahl, würde ich mal vermuten, irgendwie vorhanden insgesamt. Da kriegt man noch was draus gedröselt. Konkret angegangen
Im Kopf vielleicht schon, hier und da mal im Proberaum klingt schon mal ein Riff aus irgendeiner Gitarre so. Aber ich glaube, bewusst haben wir uns da jetzt auch mental und vom Kopf und so, also kann ich für mich sagen, muss sagen, wenn es bei euch anders ist, aber da jetzt noch nicht irgendwie reinbegeben. Zu den 8 Jahren vielleicht auch noch mal kurz. Ja, natürlich hat Corona sein Dings und Bums irgendwie dazu getan, das gar keine Frage. Aber es ist halt bei uns privat auch richtig viel Kram passiert mit Kinderhaus, dies, das. So der Standardkram, wenn man in seinen 30ern und auf seinen 40er zugeht und so. Wir sind natürlich alle in unseren 30ern noch, wollte ich an der Stelle nochmal sagen. 20er teilweise, 20er. N20, ja, genau. Ja, N20er. Nicht, dass ich sagen müsste, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Hm? Jedenfalls, ja. Das Schöne ist sozusagen, in der Zeit, in der wir zusammen sind, gab es auch andere Bands, die waren steiler unterwegs als wir, wenn man das so bezeichnen möchte. Aber die gibt es teilweise auch nicht mehr, was sehr schade ist. Und ich finde immer, also vielleicht ist das auch nur was, womit ich mich tröste, aber uns gibt es halt noch. Wir hatten einen Positionswechsel, wenn man so will, an der Gesangsstelle. Aber ansonsten sind wir noch so da, wie wir uns als Carnival zusammengefunden haben. Und das finde ich schon irgendwie cool, trotz dem ganzen Kram, der bei uns privat ist. Und ich glaube, am Ende ist es eine Entscheidung. Fokussierst du dich auf darauf voranzukommen, irgendwie mit deiner Kapelle, dann bleiben Dinge auf der Strecke. So. Und dann fallen Leute auch weg, die dann nicht mehr sozusagen reinpassen und das stemmen können oder wollen. Das haben wir anders entschieden, deswegen dauert es halt länger. Aber ich glaube, also mich persönlich stört das jetzt nicht. Blind Guardian haben es auch nie gestört, sag ich mal. Ne? Nicht, dass sie 8 Jahre gebraucht haben, aber... Ich glaube, die waren auch mal ein bisschen länger. Jedenfalls, lange Rede, gar keinen Sinn. Es dauert da ein bisschen länger bei uns, aber wir stressen uns damit und wollen uns damit auch nicht stressen sozusagen. Es gibt ja dann so Vorstellungen, wann das nächste Album rauskommen soll. Wir machen das irgendwie so, wie es für uns passt. Haben wir beschlossen. Und ja, fühlt sich erstmal auch gut an. Wir müssen da ein paar Sprüche einstecken. Das ist auch cool. Ist nicht schlimm. Aber dafür, also die Scheibe ist, finden wir alle cool, würde ich sagen, durch die Bank weg. Von daher war das okay, dass das so lange gedauert hat. Mal gucken, wie lange die nächste Scheibe dauert. Ich glaube, aus meinem Gefühl dauert es nicht ganz so lang. Will noch wer was ergänzen? Ja, ich kann noch was sagen. Bitte, Gerrit. Dienstältester. 25. Ja, also genau, ich glaube, so ganz einfach war die Entscheidung nicht. Also zumindest für mich kann ich sagen, ich musste mich tatsächlich erstmal ein bisschen damit abfinden, dass es nicht so schnell geht, wie ich mir das erhofft habe, obwohl vieles von dem, was gehindert hat am Vorankommen, auch selbst entschieden war, also Kinder zu bekommen, nicht alles auf die Band zu setzen. Von daher ist es auch, glaube ich, immer noch ein Thema, so, ne, wenn man merkt, es geht voran. Selbstverschuldung. Selbstverschuldet, ja, genau. Ich könnte jetzt hier sexistische Sprüche machen ohne Ende, aber ich lasse es. genau, also das war zumindest, aber am Ende ist es tatsächlich auch so, wie Max sagt, für mich zumindest, dass man, man akzeptiert dann am Ende, das eine geht, das andere nicht und das ist auch grundsätzlich cool. Also wie gesagt, am Ende sitzen wir hier und spielen Shows noch vereinzelt und bringen vereinzelt Songs raus. Ne? Genau, das passt schon. Möchtet ihr das noch persönlich einfärben? Oh, sehr gefallen. Die Delfintherapie hat gezogen. Sehr gefallen. Delfintherapie, okay, ich verstehe. Ich bin mittlerweile schon bei Reiten mit Wahlen, aber oh ja, passt schon. Nein, aber der Erfolg gibt euch ja recht. Also so ist es ja nicht. Also das, was ihr da dann, was das Ergebnis war, dementsprechend, was dann da 8 Jahre gereift ist, so oder so, und was dann da als Ergebnis bei rauskommt, das ist ja schon ein Brett. So, und für alle, die da draußen jetzt schändlicherweise die Band nicht kennen, Scarneval. Wie setzt sich dieser Bandname zusammen? Also ich höre da natürlich Scars, Narben raus, Carnival, also der Karneval, der Zirkus, wie auch immer. Wie seid ihr zu diesem Bandnamen gekommen? Und wem reiche ich jetzt das Mikro? Alle. Ja. Chris, willst du erstmal? Genau. Du bist hier jurisch. Also das ging tatsächlich, wir hießen ja von Anfang an auch so. Ne? Es gibt ja diverse Bands, die sich dann noch zwischendrin mal umbenennen. Bei uns ging das... Sekunde, nur ganz kurz, um bitte? Ein bisschen zu erhöhen. Du darfst jetzt nichts anderes sagen, als ich letzte Woche in dem anderen Interview zum... Okay, was ich mir nicht angesehen habe. Okay, dann no pressure. Nein, pass auf, ich schwäche es ab. Meiner Erinnerung nach war es wie folgt. Genau, nee, wir hatten uns damals zusammengesetzt und haben nach Bandnamen gesucht und hatten, ich weiß, das war unser erster Sänger damals, Niki, der
glaube ich, irgendetwas mit Ska haben wollte. Ja. Und wir hatten diverse, ich weiß noch, Drei-Wort-Bands. Ne? Darüber hatten wir uns unterhalten. Also Bands, deren Namen aus drei Worten bestellt, keine Ahnung, My Chemical Romance oder sowas. Ne? Bring Me The Horizon. Das klingt halt, ich persönlich mochte das. A Shotgun Wedding war zum Beispiel Nikis Favorit, was ich auch sehr gut gefunden hätte. Aber nein, es sollte ein Wort sein. Und ich weiß nicht mehr, wie es dann dazu gekommen ist. Wir haben dann darauf ein bisschen rumgenudelt auf dem Wort Ska und sind dann zu diesem Ska-Nival gekommen. Und ich finde, gut, böse gesagt, man könnte sagen, wir haben dem dann eine Bedeutung aufgestülpt. Böse gesagt, ja. Positiv würde ich sagen, und das ist das, was du bitte in dieses Interview hineinschneidest. nee, also wir fanden dann das eigentlich eine ganz gute Kombination eben, dass wir, wenn man jetzt das, wenn man es jetzt lyrisch sagen will, dass wir alle diese Namen mit uns herumtragen und hinter einer Maske im Karneval sozusagen verstecken und nicht nach außen tragen. Darum geht es zum Beispiel auch in Behind the Mask, ein Song auf der aktuellen CD. Und ja, siehst du, hättest du dir mal das Booklet durchgelesen. Nee, genau. Ja, und so ist es quasi zu diesem Namen gekommen, mit dem wir eigentlich tatsächlich auch, glaube ich, immer noch ganz glücklich sind. Tatsächlich habe ich herausgefunden, es gibt eine Puppenserie, die Scarnival heißt. Also Puppen, die man sammeln kann. Ich weiß nicht, ob man sich mit Mattel. Ja, genau. Genau, das, was man halt rausfindet, wenn man sich mal googelt. Genau, nee, ja, so viel zum Namen von mir. Ja. Nee, alles gut. Das trifft ziemlich exakt das, was ich letzte Woche auch gesagt habe. Ein bisschen Lore hast du noch mit eingeflochten, aber ja, selber. Bisschen Kanon. Spannend, spannend. Ja, vielen Dank erstmal dafür. So, und ich denke, fürs Erste reicht es auch hin, außer meine allübliche Frage, die ich so ziemlich jeden am Ende stelle. Irgendwelche letzten weisen Worte, die ihr nach da draußen irgendwie senden möchtet? Das ist immer Grüße, Tipps, Tricks, das ist alles erlaubt. Grüße, Tipps, Tricks? Ja, weiß ich nicht, seid lieb zueinander, geht auf Shows. Kauft die CD? Ja, die auch, wenn ihr Bock habt. Hört da gern mal rein. Gibt's auch auf Spotify und was weiß ich wo. Oder kommt einfach zu einer Show, wenn mal eine stattfindet von uns. Vinyl kommt vielleicht auch noch irgendwann. Das stimmt. Wie? Vinyl. Genau, gibt's auch. Schicke Farbe hat das. Schon bezahlt, ne? Genau, seid entspannt. Lasst euch nicht so viel treiben vom Leben. Seid im Moment, wenn's geht. Und habt Spaß. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ja. Ich habe festgestellt, wenn man sich ein neues Instrument kauft, da sind oben so bunt so Pünktchen und wenn man die anleuchtet mit der Taschenlampe, dann leuchten die nach. Das ist richtig geil. Dann sieht man nämlich, wo man hingreifen muss. Also für alle Bassisten da draußen, oben die Pünktchen anleuchten. Dann läuft es auch mit dem Halbton. Ich schließe mich komplett Max seiner Rede an. Bleibt sauer. Immer schön alles mit Liebe und Verstand. Genau, ja, ich denke, es ist alles gesagt und kann euch nur alles Gute wünschen und dass man sich vielleicht mal auf ein Bier bei einem unserer Konzerte oder bei irgendeinem Konzert sieht, denn das macht Spaß, da hinzugehen. Ich kann es nur empfehlen, nicht nur bei uns. Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Checkt unser Insta, checkt Facebook, checkt Spotify, checkt Apple Music, Deezer und wie sie alle heißen. Nehmt es alles nicht so ernst, das Leben. Es ist alles eine große Illusion. Das ist ein Schlusswort. Sehr cool. Matrix. Noch ein Antwort von der Verschwörungstheorie. Wir leben alle in der Matrix. Ja, vielen Dank für dieses super lustige Interview. Ich wünsche euch nachher viel Spaß auf der Bühne und hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann bald wieder. Bis dahin. Danke dir. Ciao. Ciao. Ja.
So, hi, wir sind wieder Backstage und diesmal habe ich einen Teil der Jungs von Cambrium hier. Und ich würde sagen, die stellen sich auch ganz einfach mal ein bisschen vor und sagen, was sie in der Band spielen und machen und was sie da so machen und vorhaben und überhaupt. Ja, hi, ich bin Adrian, ich spiele das Schlagzeug bei Cambrium und ja, habe da ziemlich viel Spaß dran. Ich kann so nicht arbeiten. Ich bin der Martin, spiele Bass, mache Gesang, die Growls und ich fahre den Bus. Das ist auch schon was. Meistens. Ich bin der Jan, ich spiele Keyboard und habe da auch sehr viel Spaß dran. Muss ich auch Spaß dran haben? Nein, nicht, wenn ich spiele. Aber wir wollten seriös wirken. Das ist spätestens jetzt denn. Also wir sehen, Cambrium hat ganz viel Spaß, bis auf einer, die Instrumente zu spielen. Nein, super, wunderbar, vielen Dank. Ja, eure letzte Veröffentlichung, Synthetic Era, ist jetzt 2 Jahre her. Dystopisch, düster. Wie viel Corona-Zeit ist in dieser Scheibe gelandet, mal ganz ehrlich? Denn das war ja noch so zum Auslaufen der Corona-Zeit, knapp noch mittendrin ist sie ja rausgekommen. Wie viel davon ist dabei? Die Frage werde ich direkt an Jan weiterleiten. Ich leite sie direkt an Carsten. Ach, scheiße. da ist eigentlich gar nicht so viel Corona mit drin gewesen. Das Songwriting war ja deutlich davor. Und das, was dann geschrieben wird, wird ja meistens relativ genau übernommen. Aber das Einzige, was uns Corona tatsächlich gebracht hat, war als wir von der Bundesregierung gefördert wurden, Initiative Musik, haben wir durch die Corona-Pandemie, ich sag mal, wurden wir sehr gut gefördert. Und dadurch sind wir eigentlich sogar noch gestärkt aus dieser Zeit rausgegangen. Also hat uns eigentlich gut getan, sag ich mal. Ja, ich hatte viel Homeoffice, teilweise auch gar nicht gearbeitet, Kurzarbeit und alles.
Und da hatte man natürlich auch viel Zeit, dann an den Songs selber zu schrauben, an den Sound zu schrauben. Also, wie Jan schon sagte, sind wir sehr gestärkt aus der Sache hervorgegangen. Wir konnten die Zeit gut nutzen und haben das auch getan. Ich kann ja nicht so viel zu sagen, weil ich bin erst 2021 in die Band reingekommen und da war der ganze Schreibprozess von der Synthetic Era schon abgeschlossen und ich habe quasi nur die letzten Phasen mitbekommen und bin quasi gleich mit einem fertigen Album gestartet. Es war gerade Release und ich bin in die Band reingekommen, deswegen bin ich an dem Entwicklungsprozess nicht so beteiligt gewesen. Ja, genau. Okay, dann werden hier zwei, drei Fragen leider an dir vorbeigehen. Nein, kein Problem. Aber ihr habt dort ja auch, ich sag mal, elektronische Musik, sag ich mal, dabei, Synthies, so ein bisschen die Einflüsse drin. Zu eurem Vorgängeralbum, das sich ja so mit der Maya-Thematik auch so ein bisschen beschäftigte, jetzt auch so ein bisschen mehr in die Richtung Elektronik. Wird das nächste Album, wenn es denn kommt, auch das beibehalten? Gefällt euch das so gut, dass ihr sagt, jawohl, ist super klasse, das behalten wir bei? Oder ist das etwa, das haben wir jetzt mal gemacht auf eine Scheibe und jetzt kommt wieder ein nächstes Konzeptalbum, da sieht das wieder ganz anders aus? Genau, also wir haben da super viel Spaß dran gehabt. Das ist genau der Klang, den wir haben wollten für dieses Album, für dieses Thema. Das nächste Albumthema haben wir ja auch schon bekannt gegeben. Es geht um Ägypten und um die Gottheiten dazu. Und das wird wieder einen ganz anderen Klang haben. Es wird wieder eher in Richtung der Dornplatte gehen. Wieder viel Chöre, viel Orchester, weniger Synthies. Ja. Kann ich anders sagen. Genau. Also, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Genau, das nächste, das hatte ich auch schon gehört und gelesen, beschäftigt sich mit dem Thema Ägypten. Seid ihr da schon mittendrin im Songwriting? Gibt es da schon irgendwas? Werdet ihr vielleicht sogar irgendwas live davon schon spielen? Ist irgendwas schon fertig? Oder, die Hände werden gerieben. Ich gebe mal weiter. Ja, ja und ja. Also, heute gibt es den ersten Song Anubis. Live um die Ohren für alle Fans, die da sind. Das wird, glaube ich, gut ankommen und das Songwriting ist zum Großteil abgeschlossen. Wir sind jetzt an den Feinarbeiten, haben jetzt auch schon die ersten Demos aufgenommen. Wir kommen gut voran. Genau, also. Ich sag mehr als ja. Ja, das stimmt. Nee, genau, wie Martin sagt, Songwriting ist schon so gut wie abgeschlossen. Klar, am Ende wird dann gemeinschaftlich drüber geredet und geschaut, wo kann man noch dran werkeln. Und das Album, es würde gar nicht passen, wenn wir nochmal so ein synthetisches Album zu dieser Thematik irgendwie machen würden. Und wie Martin schon sagt, das wird eher so in die Maya- und Azteken-Epicness gehen. Was, glaube ich, auch viele Leute freuen wird. Ich weiß es nicht. Gibt sicherlich einige, die sich darüber freuen, dass wir wieder ein bisschen epischer sind. Und ja, also wir freuen uns mega auf das Album und genau, heute neuer Song. Schauen wir mal, wie der ankommt. Ja, vielen Dank erstmal. Do
Wird denn auch vielleicht mal, werden auch vielleicht andere Instrumente vielleicht mal, wenn es in Richtung Ägypten geht, so Sitar oder sowas in die Richtung, vielleicht irgendwelche besonderen Instrumente auch zum Einsatz kommen, sage ich mal, oder wird es dann eher klassisch bleiben? Also alles, was du dir an ethnischen Instrumenten vorstellen kannst, kommt eigentlich drin vor. Also Dulcima, Harfe kommt wieder ganz viel drin vor. Ich hatte eigentlich vor, nie wieder Flöten auf einem Album zu haben. Flöten sind wieder mit dabei. ganz, ganz, eine riesengroße Bandbreite. Also nicht nur so klassisches Orchester, sage ich mal, sondern man möchte ja auch so ein bisschen in diese Welt hineinversetzt werden. Ne? Und da helfen dir halt nicht nur Violin, sondern eben auch alles, was man, eine Sitar, wie du zum Beispiel gesagt hast. Ne? Ja, also im Grunde genommen ist es quasi dann Hans Zimmer meets Cambrium. So, ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also wenn es heute schon den Song Anubis zu hören gibt, ich bin sehr neugierig. So, ihr wurdet 2005, habt ihr euch gegründet. Das ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her. Du warst jetzt nicht dabei. Aber trotzdem hat ja jeder Musiker auch so ein bisschen seine Höhen und Tiefen, sag ich mal, so seine Highlights und seine größten Fails auf Tour oder im Proberaum oder irgendwas. Könnt ihr da irgendwas, vielleicht so eine kleine Anekdote vielleicht erzählen? Zahllose. Es funktioniert alles immer, besonders die Technik funktioniert immer astrein. Nein, leider ist es so nicht. Wir wünschen uns gerne, dass wirklich mal ein Gig ohne irgendwelche Fehler funktioniert. Es ist so, dass das quasi nicht auffällt, wenn ein Fehler passiert, oder meistens fällt es nicht auf, aber uns fällt es auf. Und das nervt natürlich. Kleines Beispiel ist zum Beispiel auf einem Festival, das war glaube ich auf dem ARK-Festival, da hat sich bei mir beim Fußpedal dieser Schlegel gelöst. Ich hatte auf
irgendwann mal keine Bassdrum mehr. Und das war wirklich ein Schockmoment. Das konnte man mit einem schnellen Schlüsseldreh wieder reparieren. Aber es war sehr ärgerlich. Dann auf dem Rockharz. Letztes Jahr ist mir was Ähnliches passiert. Da ist mir ein Teil von meiner Doppelfußmaschine abgebrochen. Im letzten Song, im letzten, keine Ahnung, anderthalb, zwei Minuten oder sowas, da konnte ich dann nur noch mit links weiterspielen. Und dann habe ich ganz panisch den Drumtech angeguckt, habe auf meine Fußmaschine gezeigt und Ding gemacht. Das war nicht zu lösen in dieser Situation. Also was passiert einfach, ne? Material verschleißt und das ist dann ärgerlich, aber hey, Krone rücken und weitermachen. Ist dieses Jahr erst passiert, da hieß es, das Hotel, die Rezension, hat die ganze Nacht lang offen. Die ganze Nacht lang. Ihr könnt euch jederzeit den Schlüssel abholen. Wir also nach dem Konzert alles ins Auto gepackt, Richtung Hotel gefahren. Nachts. Es war dunkel, es regnete und wir standen draußen. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis wir eine Alternative gefunden haben. Wir sind dann irgendwann nach 4 ins Bett gekommen, das war. Ich habe in Mexiko angerufen, aus Versehen. Ja, das Hotel da hatte den gleichen Namen. Ja. Immerhin. Bei mir war das vor einigen Jahren, also ich spiele jetzt ja seit kurzem mit einer Kita, also ich laufe auf der Bühne rum, aber vorher habe ich ja auf einem Stand-Keyboard gespielt, mit einem Ständer quasi. Da stand das Keyboard drauf. Und ich hab mich draufgestellt auf den Keyboardständer. Ja. Weißt du es noch? Ja. Und dann ist das komplette Teil mit mir, es hat einmal Knacks gemacht, ich hab mich voll auf die Fresse gelegt mit dem Keyboardständer, der komplett kaputt gegangen ist, den ich glaube ich auch da gelassen. Das ist dafür nicht gemacht. Nee, dafür ist es nicht gemacht, aber es sah halt cool aus. Für, und ich hab den Keyboardständer direkt da gelassen. Es ging ein paar Jahre gut, ne? Es ging ein paar Jahre gut. Ich will auch diesen Keyboardständer wieder kaufen. Und ich versuche, dass er wieder ein paar Jahre hält. Ja, und letzte Woche ist uns dann bei der Fahrt zum Gig ein Nagel in den Reifen gekommen. Das war auch eine schöne Havarie. Also das war zwischen Braunschweig und Hannover. Und dann sind zwei erstmal zurück nach Braunschweig, haben sich einen Leihwagen geholt und haben mein Auto da stehen lassen und alles umgeladen und weiter. Sachen passieren. Das wirklich uns vor allen Dingen. Der Reifen ist immer noch platt. Die Firma, deren Namen ich jetzt nicht nenne, hat Lieferschwierigkeiten. Juppie. Ja, okay. Also, the show must go on. Also von daher, es muss ja trotzdem weitergehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal schon für dieses lustige und schöne Interview. Gibt es eigentlich irgendwie eine Frage, wo ihr sagt, boah, wieso stellt uns eigentlich die keiner? Ne, wir würden so brennend gern das mal so in die Welt hinaus posaunen oder mal erzählen. Gibt es da irgendwas bei euch, wo ihr sagt, das wollten wir schon immer mal loswerden? Also bandtechnisch jetzt nicht irgendwie. Oh, gibt's da was? Weiß ich nicht. Es gibt immer nur Fragen, die nerven. es gab am Anfang der Karriere, gab's immer die Fragen, Cambrium, der Name, woher kommt der denn? So, weißt du noch, die ersten 2-3 Jahre oder noch länger? Mhm. Irgendwann konnte man es nicht mehr, das ist so eine Sache, weißt du, also quasi umgedreht, Sachen, die man nicht mehr hören konnte. Aber bezieht sich der Name auf das Erste? Ja, Tatsache. Von daher ist doch alles geklärt. Nee, für viele Leute nicht, die wissen es nicht. Google ist doch ja, trotzdem wurden wir öfter gefragt, ja. Da kam schon Explosion und so. Genau. Alles klar, ne? Ich habe jetzt irgendeinen Knopf gedrückt, nee. das sind solche Sachen, ne? Also, was ich dann irgendwann nicht mehr hören konnte. Woher kommt der Name? Ja, das werden wir jetzt seit längerer Zeit nicht mehr gefragt. Könntest uns ja mal fragen. Manchmal denke ich mir so, ey, man könnte einfach mal mehr Sachen über Technik fragen oder einfach so fragen, hey, wie macht ihr das eigentlich? Wie funktioniert das alles? Weil es ist relativ komplex. Diese ganze Bühnenproduktion ist ultra komplex und der Carsten, der steckt da so viel Zeit und so viel Energie rein, das ist wirklich Wahnsinn. Also keiner von uns durchsteigt das, glaube ich, wirklich vollständig, was Carsten da zusammengebaut hat. Das ist unglaublich, wie das funktioniert, dass da Mischpult mit Mischpult kommuniziert über Dante und also es ist wirklich der Wahnsinn. Klar, das ist nicht abzubilden in so einem Interview-Kontext, aber es ist so beeindruckend einfach, diese ganze Technik dahinter. Und vielleicht müsste man Carsten mal irgendwie einladen zu so einem Tech-Blog oder irgendwie sowas, wo er dann alleine dafür interviewt wird, wie wir das machen, weil ich habe schon in vielen, vielen Bands gespielt, in vielen, vielen, vielen hunderten Bands habe ich schon gespielt, tausenden Bands.
Das liegt daran, dass gute Schlagzeuger Mangelware sind. Das ist so, ja. Ich habe schon in verschiedenen Bands gespielt und jede Band macht das ein bisschen anders, ne? Und es ist wirklich faszinierend, das zu sehen, wie Carsten das alles aufgebaut hat, weil das habe ich kein zweites Mal gesehen. Das ist so fortschrittlich, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Okay. Ja, vielleicht machen wir das einfach mal. Beim nächsten Mal Interview kommt der Carsten mit dazu und dann werde ich dafür ein paar Fragen vorbereiten. Genau, ihr könnt essen, trinken Bier, spielt Doppelkopf oder Skat, je nachdem, wie viele Leute dann von euch da seid, sind und dann kriegen wir das alles hin, auf jeden Fall. Super. Irgendwelche berühmten letzten Worte von euch, Tipps, Tricks, irgendwas, was ihr der Welt da draußen nochmal sagen wollt? Seid lieb zueinander. Ich kann nicht eigentlich nur Felix Lobrecht zitieren. Seid lieb zueinander. Ich kann nur Adrian zitieren, wie er Felix Lobrecht zitiert. Seid lieb zueinander. Ich kann nur Jan zitieren, wie er Adrian zitiert, wie er Felix Lobrecht zitiert. Seid lieb zueinander. Ja, seid lieb zueinander. Ich kann da nur die Jungs von Cambrium zitieren. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf nachher, auf Anubis und auf den Rest des ganzen Gigs. Und ja, man sieht sich. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.
Hallo, wir sind jetzt wieder einmal Backstage und last but not least sitzen einige Vertreter der Grail Knights heute hier. Jawohl, also ich bin gerade der bestgeschützte Mann hier vor Dr. Skull und ich würde sagen, dass wir die drei Vertreter, die gerade hier sind, der Grail Knights, einfach mal sich vorstellen lassen. Ja, hallo, ich bin Duncan MacLeod, ich spiele den Bass und mache den Background-Gesang. Background-Gesang, genau, richtig. So, Optimus Prime, ich singe. Ich bin Count Cranium und ich spiele das Kazoo. Das Kazoo, fantastisch. Vielen Dank erstmal für die nette Vorstellung. Ja, eure letzte Veröffentlichung, Muscle Bound for Glory, liegt jetzt ein Jahr zurück. Im Endeffekt anderthalb, 22. Genau, ja, Anfang 22. Na ja, gut. Okay, dann ist also, ich dachte gerade schon, ich habe schlecht recherchiert oder so. Nein, dann ist ja in Ordnung. Besonders gut gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Song Power. Ich komme ja aus einer Generation, natürlich auch He-Man und so weiter, ganz groß war und euer zusammen mit Dr. Skull und natürlich Castle Grail Skull ist natürlich dementsprechend sehr naheliegend. Seid ihr, wenn ihr jetzt nicht gerade die Welt rettet, gegen oder vor Dr. Skull, selber so ein paar kleine Nerds? Ich definitiv ja, auf jeden Fall. Also ich mag alles, was tatsächlich Fantasy angeht, Superhelden. Ich mag Technik sehr gerne. Eigentlich bin ich der krasseste Nerd von uns, glaube ich. Irgendwie, oder? Kann das sein? Das denkst du. Also, ja. Ja, also ich mag auch Superhelden und ich mag auch Masters und ja, wir lassen uns natürlich von irgendwo her natürlich inspirieren und das ist zum einen, ist das natürlich unsere Kindheit, obwohl wir eine unterschiedliche Kindheit haben, ne? Stimmt, ja. Aber natürlich irgendwie lebt die in uns weiter und spielt trotzdem auch noch immer noch eine Rolle in unserem Alltag, obwohl das ja teilweise diese ganzen Dinge, von denen wir uns inspirieren lassen, sind ja teilweise 30 Jahre jetzt mittlerweile her. So, ja, oder Master of the Universe, ja, und so. Und doch, mindestens. Teenage Mutant Hero Turtles, ja, sogar noch länger her, ja. Genau. Aber sag mal, Contrarian, bist du auch ein Nerd? Nee, eigentlich nicht. Ich bin eher so der Coole, würde ich sagen. Na, so ein. Hältst du das für mich? Das ist gut. Yeah. Danke. Also grundsätzlich so ein bisschen aufgewachsen mit so Superhelden bin ich natürlich auch. Ich habe da so ein paar Favorites letztens erst wieder für mich entdeckt, die ich völlig vergessen hatte, so von Anfang der 90er. Michel Vaillant, kennt ihr den noch? Nö. Rennfahrer? Ja, genau. Rennfahrer und hat die Welt gerettet. Formel 1 gefahren, Drag Races, Motorrad. Killer. Richtig gut. Und ein grandioser Titeltrack natürlich auch von der Sendung, das muss man dazu sagen. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal wieder auf die Musik zu sprechen kommen, das sind natürlich auch die Sachen, das verbindet man irgendwie damit und das haben wir dann halt auch irgendwie so ein bisschen in den Songs eingebaut. Auch gerade bei Power, da ist das, glaube ich, nicht zu überhören, dass wir doch viel Fernsehen geguckt haben in der Kindheit. Teilweise identisch, würde ich sagen. Also man merkt es schon. Ich habe ja auch euer Plakat gesehen zum Grailfest im nächsten Jahr in Hannover und habe da dementsprechend ja auch die Referenzen oder die Verbindung gefunden, so ein bisschen zu Star Wars und so weiter und so fort, was ich auch sehr cool finde, weil ich auch aus der Zeit stamme. Das heißt aber auch im Endeffekt, dass ihr, habt ihr ja schon angedeutet und gesagt, dass ihr eure Inspiration für die Songs schon dementsprechend aufbaut und dort herholt, weil ihr habt ja schon Konzeptalben, ihr habt ja schon ein Konzept, das ist ja schon, was ihr auf die Bühne bringt, sage ich mal, Metal-Theater irgendwo, richtig? Ich gebe das mal an dich weiter. Dankeschön. Ja, im Idealfall. Auch von mir, danke. Im Idealfall erzählt jeder Song von uns eine Geschichte und könnte eigentlich so als einzelne Episode, als einzelne Cartoon-Episode am Samstagmorgen anschaubar sein, wenn es um Riesenspinnen geht oder wenn es halt erstmal auch noch um das Intro geht, das sie natürlich auch geschrieben haben für unsere eigene Cartoon-Serie. Deine Hand da weg. Ich kann mich gar nicht konzentrieren sonst. Und natürlich erzählen unsere Songs auch immer wieder von diesem Kampf Gut gegen Böse und Dr. Skull und sei es das Lunatic Asylum, in das wir irgendwie rein müssen, um irgendwelche Aufträge zu erfüllen oder gegen irgendwelche Cyborgs zu kämpfen. Da spielt das Ganze natürlich schon eine große Rolle, dieses ganze Konzept dieser Saturday Morning Cartoons. Ja, fantastisch.
dann legt sich bei mir jetzt die Frage, weil du es gerade auch gesagt hast und ich hatte diese Frage auch tatsächlich im Kopf, Cartoons. Warum gibt es eigentlich keinen Grill Night Cartoon? Wäre das nicht etwas, was man dann wirklich dementsprechend mal umsetzen könnte? Wäre das was für euch? Wäre das interessant? Ja, tatsächlich hätten wir extrem Bock auf sowas. Es gab ja einmal den Versuch, einen Comic zu machen, wenn ich mich richtig erinnere. Was nicht so ganz geklappt hat. Es gibt einen Anfang davon. Wir hatten auch schon überlegt, Videospiele zu machen. So 2D-Sidescroller, Schöngeschläge. Gab's, ja, stimmt. Gab es Entwürfe sogar schon. Aber es ist nie so weit gekommen, dass es tatsächlich ein fertiges Produkt war am Ende. Weil da gehört wirklich viel zu. Ne? Mit Marketing, Vermarktung, die Programmierung und alles Mögliche. Da muss man echt ganz schön viel in die Hand nehmen, um das tatsächlich wirklich auch gut umzusetzen. Dass es wirklich gut ankommt. Und dass die Fans nicht denken so, was ist das denn? Genau. Ja, na klar. Also vielleicht mal ein kleiner Aufruf nach draußen, falls ihr irgendjemanden kennt, der für Umme Zeichentrickfilme produziert, dann würden wir sofort das dabei sein. Wer kennt ihn nicht oder sie? Ja, also gerne melden. Natürlich, klar, der Aufruf gerne hinaus. Ich habe euch das letzte Mal auf dem Reload Festival gesehen. Ihr habt ja das Festival an einem Donnerstag eröffnet, um 13.20 Uhr oder sowas in der Richtung. So viel ich weiß, war der Slot gar nicht so für euch geplant, oder? Ihr seid dann eingesprungen. Okay. Okay, dann ganz kurz. Weiß ist besser. Nein. Wir sollten eigentlich am Samstag spielen, aber wir mussten dann bitten, dass wir auf einen anderen Tag gehen. Okay. Und dann waren die dann doch so lieb und haben uns umgeschoben. Okay, alles klar. Und wer möchte nicht von Samstag auf Donnerstag? Von der großen Bühne dann auf die kleine? Ja, das verstehe ich. In the city of our life, life's got food and the way to spray. Another puzzle, we surely write. The mist of things sits on my skin. I try to run from the everything. Great Cthulhu reach out for me. Hellish fear is devouring my eyes. As my ship slowly falling apart. Yeah. Cthulhu is rising like thousand serpents from the sea. Cthulhu is reaching up. Last of blood burns in my eyes. An image of everyone's in disguise. From now on evil shall rule my life. Hellish fear is devouring my heart. As my world slowly falling apart. Yeah. Cause the loop is rising like thousand serpents from the sea. For me, Cthulhu is rising like thousands of bats from the sea. Cthulhu is reaching out for me.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe euch da, Schande auf mein Haupt, erst das zweite Mal live gesehen und das erste Mal auf einem Festival und ich war wirklich geplättet. Ich kam da an und es war ja sowas von voll und die Leute sind sowas von mitgegangen, dass ich habe mich echt gefragt, die Bands danach, die taten mir wirklich alle echt leid. Also es war schon fantastisch, was ihr da auf die Bühne gebracht habt. Diese Interaktion, die ich dort gesehen habe mit dem Battle Choir, den ihr ja dort habt, also sprich den Zuschauern, ist das ein fixes Konzept oder von Anfang an oder ist das irgendwann entstanden ganz einfach, dass ihr gemerkt habt, oh, die wollen alle mehr. Ich bin auch ehrlich, unten laufen schon welche in Kostüm von euch rum und so und dann mit den Laserschwertern. Gehört das so zu dem Konzept, Gesamtkonzept zusammen und war das von Anfang an für euch, jawohl, so wollen wir das machen oder ist das irgendwann gewachsen? Ich glaube, dazu kannst du am meisten sagen. Ich kann definitiv sagen, dass das gewachsen ist. Es gab sehr früh die Idee, auch dieses Superhelden-Images auf der Bühne und auch in den Songs zu haben. Aber wir haben das über die Jahre, und das sind jetzt schon gut 20 Jahre, man sieht es dir überhaupt nicht an, haben wir das halt versucht zu perfektionieren. Wir sind erst Mitte 20, wir machen das jetzt über 20 Jahre. Ja, eigentlich habe ich auch Haare, aber jetzt hier für die Bühne. Ja, genau. Also wir haben das versucht zu perfektionieren und wir arbeiten immer wieder dran und versuchen das auch immer weiterzuentwickeln. Das ist nicht, na klar, also einmal da ist natürlich dieser Kampf gut gegen böse, da mag man sagen, okay, das wiederholt sich jetzt irgendwie immer, aber wir versuchen dann immer mit kleinen Gimmicks das Ganze immer aufzufrischen. Jetzt haben wir unsere Laserschwerter dabei, jetzt wollen wir, wie du schon sagtest, in Hannover im Mai des nächsten Jahres, wollen wir dann so ein bisschen einen auf Star Wars machen, das wird uns mit Sicherheit gelingen. Und die Interaktion mit dem Publikum ist tatsächlich so ein ganz, 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 ganz wichtiger Baustein für uns. Und war tatsächlich schon, ja, ich würde sagen, seit 2008, so zwei, drei Jahre, ja, schon früher. Naja, erinnern wir uns an die Zeit, wo Return to Castle Grayskull, was übrigens seit heute auf Spotify und allen anderen Streaming-Diensten verfügbar ist. Unser zweites Album war ja offiziell auch Grey Knights featuring Battle Choir. Du hast vollkommen recht. Ja, ja. Ja, da siehst du mal, es ist so lang her. Nee. Also, ja, das war tatsächlich recht früh. So mit, der war ja auch mit auf der CD drauf, der Battle Choir. Man kann ja auch nicht alleine gegen das Böse kämpfen. Ne? Ich meine, ja, wir sind zu fünft jetzt, aber fünf Helden können halt auch nicht die Welt retten. Da brauchen wir halt schon einen starken Battle Choir dazu. Und je größer, je besser, ne? Und vielleicht nochmal zum Reload. Entschuldigung. Zum Reload. Eine Grey Knights Show, die brennt halt auch wirklich am meisten, wenn die Leute genauso abgehen wie auf dem Reload oder auf dem Wacken oder auch auf unseren Tourkonzerten. Eigentlich erleben wir das oft, dass die Leute richtig gut mitmachen. Dann erst wird die zu dem, was sie so sein soll, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das ausmalen. Ja, ich glaube, und deswegen kommen die Leute auch ganz einfach hin, um da den Spaß zu haben mit euch zusammen. Und ja, neben dem Battle Choir braucht ihr natürlich oder habt ihr euch auch hin und wieder Hilfe geholt von Gastmusikern wie von Sabaton oder von Vancanto und so weiter. Gibt es da irgendwie so einen geheimen Wunsch, mit wem ihr gern mal in die Schlacht musikalischer Art ziehen wollt gegen Dr. Skull irgendwie? Wir hatten ja fürs letzte Album eine Idee, die leider nicht funktioniert hat. Die Idee, ja. Die Idee war ja eigentlich so, das war ein bisschen, wir haben uns nicht getraut. Wir hätten sie durchziehen sollen einfach, ne? Wir hätten sie durchziehen sollen. Die. Ja. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber es ist eine Größe aus Hannover. Ach so, die meinst du? Ach so, ich dachte eigentlich auch die andere. Ich meinte auch die andere. Ist gar nicht so groß. Also wir wollten eigentlich mal ursprünglich für unseren einen Song vom letzten Album wollten wir eigentlich David Hasselhoff anfragen. Ach, den meinst du? Nee, den meinte ich nicht. Den meinte ich aber und den meinte auch der gute Duncan. Du meintest den nicht? Meintest du den nicht? Nee. Den kleinen großen aus Hannover. Ah ja, den meintest du. Was meintest du? Der wollte doch nicht. Komisch. Also. Ja, wir wollten tatsächlich drüber nachgedacht, dass wir David Hasselhoff anfragen und dann haben wir einfach zu lange gewartet und dann kam dieses Metal-Projekt mit ihm, ja, und dann dachten wir in dem Moment, jetzt kommen die genau in dem Moment, jetzt machen wir es irgendwie nicht mehr. Hätten wir einfach mal machen sollen. Aber wir haben ja Ben von Feuerschwanz dann mit dabei gehabt. Was und genauso gut ist, wenn nicht noch viel besser. Ja, also wir, die Frage war nach dem Wunsch, ne? Du, wer dein Wunsch ist, wissen wir jetzt. Achso, okay. Nee, das war ja. Du hast da hingeschrieben. Ja, ist ja gut. Ja, ich war's. Es wäre mein Kindheitstraum, wenn sie bei meinem Song. Okay. Hast du einen besonderen Wunsch, mit wem du gerne nochmal auf dem Album sein willst? Angus Mac Six haben wir jetzt schon. Vancanto haben wir.
Vielleicht nochmal die Flippers oder sowas? Was Verrücktes? Da haben wir auch viel Luft nach oben, ne? Mit Alexander Markus? Alexander Markus fände ich schon ziemlich witzig. Ja. Nina Schuber fände ich auch ganz witzig. Wer ist das? Google mal. Ja, ich sehe schon, die Meinungen gehen auseinander und es bleibt gespannt, wer als nächstes gegen Dr. Skull kämpft, auf jeden Fall. Ja, ihr habt das schon angesprochen mit Angus McHicks. Also ich warte immer noch auf so ein Dreiergespann, Angus McHicks, ihr und Nano War of Steel, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das wäre wirklich geil. Ich habe Nano War of Steel in Hannover gesehen und das würde super passen, auf jeden Fall. Vielleicht mal so als kleine Anregung. Nein, meldet euch, wir kriegen das alles hin. Ja, so sind wir auch schon so ziemlich beim Ende. Und wie die anderen Bands auch, frage ich euch, habt ihr noch irgendwelche berühmten letzten Worte, die ihr dem Battle Squire sagen wollt? Irgendwie, dass ihr mal loswerden wollt? Vielleicht irgendwas, was euch schon immer auf der Seele brennt? Hast du sowas, lieber Opti? Jetzt schien dir keine Zeit, sag was. Achso. Ich habe so viele positive Worte im Kopf und mir kommt keins aus dem Mund gepurzelt. Ich sage einfach jedes Mal nur danke, dass ihr zu unseren Konzerten kommt, so zahlreich, dass ihr so viel Bock mitbringt, dass ihr um 13 Uhr das Reload komplett voll macht und mit uns Party macht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für dieses Interview, das hat Spaß gemacht. Und ganz muskulöse Grüße nach draußen da. Während ich das jetzt nehme, überlege ich, was ich noch sagen könnte. Also die anderen Bands haben zum Beispiel gesagt, seid alle lieb zueinander. Ah, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, aber viele Leute vergessen das einfach. Lieber Battlecore, liebe Leute da draußen, seid lieb zueinander. Es ist wichtig. Ist es. Ist es einfach. Seid verdammt nochmal lieb zueinander. Wie ist der Bildausschnitt? Ist der tief? Der ist perfekt, der ist perfekt. Tief. Nicht zu tief. Oder das macht man nicht mehr so. Warte, hier, ich gebe dir das mal. So. Ich habe mir dann immer echt die Finger gebrochen, sah aber gut aus. Ja, vielen Dank, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die Show gleich und würde sagen, da schauen wir dann auch gleich rein. Bis dahin. Danke und ciao. Danke. A hostile demand is rising to hell, but how do you come out? Don't let it linger, a better way to steal. The war you got, which is our spear. Don't this is hard, the traveling time. Bow your heads for Sir Optimus Prime. Oh, that's me! Battle Choir! You're the ones to lead the heroes home! Battle Choir! You're the force to spread every way we roam. Power, it will always guide us to the power. It's the wind beneath the pit. Power, to enter darkness in the heart. Ah, it will always guide us to the power. It's the wind beneath the pit. Power, to enter darkness in the heart. By the power of the brave. We will always help you. They will always help us. We will always save them. They will always save us. It's your friends. Sparks all the favorite sound. It sets the seal and is out of base. Strong and bold, the courage and grace. Together we fight, a union is one. Without good nothing and none to meet us. You light the fire, but we keep it burn. Stand, watch out, here's the message to learn. Power, it will always
always got a superpower. It's the wind beneath that gave power to end the darkness in our hearts. By the power of the Grail. Zweite Ausgabe, sie ist Geschichte. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir würden uns freuen, von euch Feedback zu erhalten. Wenn ihr eine Band seid aus der Region Braunschweig, die gerne mal hier vorgestellt werden möchte, über die wir ein Interview machen, meldet euch bei uns und ja, seid gespannt auf die dritte Ausgabe. Da kommt etwas auf jeden Fall ganz Großes, ein richtig großer Brocken auf euch zu. Das wird richtig Spaß machen. Und ich würde sagen, bis dahin, bleibt gesund und man sieht sich.